Sollte das beste Spiel seiner Karriere werden, aber es war sein letztes. Wir gucken uns nochmal Kennt an. ihr Gucken wir uns das das, wenn Video ihr mal euch an. lange auf etwas vorbereitet und es dann endlich soweit ist und Endlich ihr wieder der alte einfach nur Redner. euer Bestes geben wollt? Der hat Genau eine geile das Stimme. wollte auch Fußballstar Marc Vivien Faure im Jahr 2003, als er mit seinem Heimatland Kamerun beim Confed Cup antrat und dort sogar bis ins Halbfinale kam. Der Traum vom Titel war für Faure und sein Team zum Greifen nah und die Sensation, dass Kamerun als afrikanisches Team den Cup gewinnt, wäre gigantisch. Faure, der damals erfolgreicher Mittelfeld. Boah, kennt ihr den noch, Alter? Anelka? Kennt ihr noch Anelka? Krank, der früher war. Ich finde, der hat auch eine Icon-Karte verdient, Alter. Nicolas Anelka. Spieler bei Manchester City war, trainierte schon vor dem Cup sehr fleißig, um seiner Mannschaft beim Turnier zum Sieg zu verhelfen. Doch der 26.03.2003, der Tag des Halbfinals, sollte dann alles ändern. Was an diesem Tag geschah und welche dramatischen Szenen sich auf dem Platz ereigneten, zeigen wir euch gleich noch genauer. In diesem Video werden wir euch neben dem Schicksal von Marc Vivien Faure nämlich auch noch andere unfassbare Schicksale von Sportlern vorstellen, die euch bewegen werden. Euch erwarten krasse Unglücke, völlig unerwartete und schockierende Zwischenfälle, aber auch unfassbar schöne und emotionale. Mit Eriksen, das war so krank, dass man das wirklich, ich weiß noch, guck mal, das sind so Momente, die wird man nicht vergessen. Ich saß hier mit Özgür im Stream, ich weiß noch ganz genau, auf diesem Bildschirm hier lief das Spiel. Und wir haben gesehen, wie er fast verstorben ist. Ne? Das war so krank, wo wir noch gestreamt haben. Ich weiß es noch ganz genau, Alter. Emotionale Comeback-Stories und das traurige Schicksal eines der besten Fußballer aller Zeiten. Legen wir also direkt los. Ich bin mal gespannt, los, was jetzt hier alles bei kommt. Wissenswert. Ey. Beginnen wollen wir jedoch mit dem unfassbar traurigen Schicksal von Marc Vivien Faure, das wir im Intro gerade angesprochen haben. Faure, der als einer der talentiertesten Spieler seiner Generation galt und unter anderem mit dem Orsay Lens französischer Meister wurde, reiste 2003 als absolute Top Hoffnung seines Landes zum Confed Cup. Dort spielte Kamerun, wie erwähnt, ein phänomenales Turnier, bei dem sie alle Experten überraschten. Als dann das Halbfinale gegen das favorisierte Team aus Kolumbien anstand, stand ganz Kamerun hinter Faure und seinen Mitstreitern. Zunächst ging dieses Topspiel auch ganz normal los. Kamerun war leicht überlegen und Faure spielte im Mittelfeld eine solide Partie. In der 9. Minute erzielte sein Teamkollege Pius Ndefi dann sogar die Führung. Und ganz Kamerun war überzeugt davon, dass dieser Tag kaum besser werden konnte. Die Menschen in dem armen afrikanischen Land fingen sogar an, auf den Straßen zu tanzen, während das Spiel lief. Doch dann kam es plötzlich zur absoluten Tragödie. Faure, der eigentlich als extrem stabiler Spieler galt, fing hier und da an, leicht zu wackeln, spielte zunächst jedoch ganz normal weiter. Wenig später fasste er sich jedoch öfter an den Kopf, was auch seinen Trainer etwas stutzig machte. Dieser überlegte sogar schon, Faure auszuwechseln. Allerdings kam für den 28-Jährigen jede Rettung zu spät. In der 74. Minute klappte Faure ohne Einwirkung eines Gegenspielers auf dem Platz zusammen und blieb dann regungslos liegen. Sofort eilten die Sanitäter herbei, allerdings kam für ihn jede Hilfe zu spät. Eine Stunde nach dem Zusammenbruch gaben die Ärzte jede Hoffnung auf und mussten bekannt geben, dass Marc Vivien Faure aufgrund eines plötzlichen Herzstillstands verstorben war. Diese Das ist verrückt. Das ist verrückt. Ich glaube, ich habe das damals sogar mitbekommen. Da war ich ja, wie alt war ich da? 7? Ne, 9 Jahre war ich da. Einfach beim Halbfinale auf dem Platz verstorben, Alter. Das ist hart. Gleich hätte auch mit Eriksen passieren können. Das ist echt traurig, ey. Echt traurig, Mann. Stellbare Situation schockierte die komplette Fußballwelt und sorgte dafür, dass der Finaleinzug Kameruns zur reinen Nebensache wurde. Bis heute ist dieses Spiel eines der dunkelsten, das jemals im Profifußball ausgetragen wurde. Für alle Kamerun-Fans und alle Unterstützer seines damaligen Vereins Man City blieb Faure jedoch bis heute unvergessen. Seine Rückennummer 23 wird bis heute nicht mehr in diesen Teams vergeben und auch die
französische Nationalmannschaft widmete ihren Sieg beim Confed Cup 2003 dem viel zu früh verstorbenen Fußballer. Kommen wir nun von einem sehr traurigen Schicksal zu einem Sportler, dessen Leben zwar ebenfalls eine tragische Wendung nahm, doch statt sich davon unterkriegen zu lassen, folgte wohl eines der heftigsten Comebacks der gesamten Sportgeschichte. Und zwar geht es um den deutschen Gewichtheber Matthias Steiner. Steiner wuchs in seiner Jugend in Österreich auf und entdeckte schon früh das Gewichtheben für sich, da er hier ein riesiges Talent besaß. Doch bereits in seiner Jugend wurde er mit einer Wahrheit konfrontiert, die einen derartig anstrengenden Sport auf diesem Niveau für viele absolut unmöglich macht. Steiner hatte... Ja, ich habe ja damals auch so ein bisschen Kraftsport gemacht, also Gewichte heben und so alles. Also jetzt nicht so wie die, sondern Training. Und was die da manchmal heben, ne, Digga, das ist verrückt, die könnten den ganzen Smart gefühlt hochheben. Nämlich Diabetes. Davon ließ er sich jedoch nicht unterkriegen und kämpfte immer weiter, um möglichst viele Erfolge einzufahren. Gerade als es anfing, gut zu laufen, wurde Steiner auch privat glücklich. 2004 lernte er nämlich seine spätere Lebensgefährtin Susanne kennen, die er 2005 heiratete. In dieser Zeit stagnierten jedoch seine sportlichen Leistungen, bis es 2007 zu einem fatalen Ereignis kam. In diesem Jahr verunglückte seine Frau nämlich bei einem Autounfall. Für Steiner war es der schlimmste Verlust seines Lebens. Jedoch kämpfte er sich dann mit einer unfassbaren Willenskraft wieder zurück in den Leistungssport, was schließlich sogar mit einer Qualifikation für die Olympischen Spiele belohnt wurde. 2008 in Peking ging er zwar als absoluter Underdog ins Rennen, er hatte sich jedoch vorgenommen, all seine Kraft in das Turnier zu investieren. Durch sensationelle Leistung in den Vorkämpfen gelang ihm dann schließlich das Unglaubliche. Er schaffte es wirklich, bis ins Finale einzuziehen, wo dann die ganze Welt Zeuge eines der wohl emotionalsten Sportmomente aller Zeiten wurde. Mit einem nahezu unmenschlichen Kraftaufwand gewann Steiner die Olympischen Spiele und sorgte bei der Siegerehrung für zahlreiche Tränen. Seinen Sieg widmete er nämlich seiner verstorbenen Frau, ohne die er es nach eigener Aussage niemals zu diesem Triumph geschafft hätte. Heute lebt er glücklich mit einer neuen Frau und zwei Kindern. Susanne wird jedoch immer in seinem Herzen bleiben. Von diesem bewegenden Schicksal... Das ist aber so komisch, wenn du eine Frau hast, du liebst sie über alles, dann verstirbt die und dann jemanden Neues kennenzulernen, das muss ich mir ganz schlimm vorstellen. Ey. Dann kommen wir nun zu einem anderen Beispiel dafür, dass man nur mit Willenskraft alleine alles schaffen kann. Mit dieser Willenskraft, Alter, Apparat oder was? Bethany Hamilton, die Anfang der 2000er als eine der besten Surferinnen der USA galt. Sie gewann zahlreiche Wettkämpfe und war ein gefragtes Werbegesicht für Surfprodukte, bis am 31. Oktober 2003 ihr Leben eine dramatische Wendung nahm. An diesem Tag wurde sie nämlich an der Küste von Kauai Opfer eines gefährlichen Angriffs. Als sie auf ihrem Surfboard lag und ihre Arme entspannt im Wasser baumelten, näherte sich wie aus dem Nichts ein Tigerhai und biss zu. Knapp unter der Schulter biss er dabei ihren linken Arm ab und veränderte somit alles. Zum Glück war Hamilton mit einigen anderen Surfern im Wasser, die ihr schnellstmöglich zurück an Land halfen, wo Ärzte ihr das Leben retteten. In diesem Moment waren sich jedoch alle einig, dass ihre Surfkarriere einfach Arm abgebissen. Ich hätte so Angst, da, wenn man da irgendwo schwimmen geht, wo Haie und so sind. Ich hätte so Angst, ich würde da gar nicht ins Wasser gehen. Ihre für immer vorbei sei, da es bei diesem Sport extrem auf gutes Gleichgewicht ankommt, wofür man eigentlich beide Arme braucht. Nach zahlreichen OPs und unzähligen medizinischen Untersuchungen ließ sich Hamilton von diesem Kommentar jedoch nicht unterkriegen. Tag für Tag kämpfte sie sich ins Leben zurück, bis es wenige Monate später soweit einfach der Arm ab, das ist so verrückt, ey. War und das Unglaubliche passierte. Hamilton stieg wieder aufs Surfbrett und niemals nahm aufgeben, sogar Leute, niemals aufgeben. Teil. 2005 gewann sie dann auch noch mit den NSSA eines der wichtigsten Surfturniere der USA, womit eines der krassesten Comebacks der Sportgeschichte perfekt war. Als nächstes kommen wir zu einem weiteren gigantischen Comeback, dem ebenfalls ein heftiger Vorfall vorausging. Die Rede ist von Christian Eriksen, der bei der EM 2021 für einen erschreckenden Moment Das sorgte.
lebte. Der dänische Superstar, der nicht nur als einer der besten Spieler der Welt galt und für die Dänen als Mannschaftsrückgrat absolut unverzichtbar war, ging voller hoher Erwartungen ins Turnier, in dem viele Dänemark die Rolle eines kleinen Geheimfavoriten zugesprochen hatten. Im ersten Gruppenspiel gegen Finnland lief zunächst auch alles wie geplant. Eriksen spielte als... Das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her, die EM, Alter, wie die Zeit fliegt. Ey, ich komme gar nicht klar, ne? Mittelfeldregisseur, seine Gegner schwindelig und Dänemark war klar überlegen, bis er dann kurz vor der Halbzeit zusammenbrach. Sofort eilten seine Teamkollegen zu ihm, den wenigsten war jedoch klar, was gerade passiert war. Ohne Fremdeinwirkung erlitt Eriksen einen Herzstillstand, der dazu führte, dass er noch auf dem Feld mit einem Defibrillator wiederbelebt werden musste. Alle Beobachter gingen zunächst davon aus, dass Eriksen diesen Vorfall entweder nicht überlebt oder lebenslange Folgen davon tragen wird. Boah. Doch dann passierte das Unglaubliche. Nur wenige Stunden nach dem Vorfall meldete sich Eriksen aus dem Krankenhaus, dass er den Umständen entsprechend wohl auf sei. Doch das Drama endete hier noch nicht ganz. Nachdem ihm aufgrund eines Herzfehlers, nämlich ein Defibrillator-Implantat, einoperiert wurde, durfte er aus Gesundheitsgründen nicht mehr für Inter Mailand in der italienischen Liga spielen. Doch auch davon ließ er sich nicht unterkriegen und unterzeichnete direkt danach einen Vertrag beim britischen Erstligisten FC Brentford. Dort feierte er dann im Februar 2022 sein lang ersehntes Comeback und erzielte auch im ersten Spiel für die Nationalmannschaft direkt ein Tor. Last but not least kommt... Stark, Alter. Heftig. Ey, wir hätten ja eigentlich jetzt schon WM gehabt, ne, demnächst. Im Juli oder so. Ich verstehe das nicht. Einfach im Winter in Katar, Alter. Es wird so ein Null-Feeling sein. Einfach WM, wo es draußen Minusgrade sind, so. Und jetzt wäre geil, wenn es schön geiles Wetter ist. Grillen. Vor allem jetzt gerade ist auch mit Corona und so alles okay gerade. Aber ich will nicht wissen, was wieder im Dezember passiert. Am Ende darfst du nicht mehr raus und das machen und so. Wäre schon vor einer Woche. Hätte gestern angefangen. Ich check's nicht, Alter. Es ist zum echt vielleicht besten Fußballer aller Zeiten, bei dem es eigentlich ein Wunder ist, dass er überhaupt Profi wurde. Denn auch Lionel Messi hat eine extrem emotionale Lebensgeschichte. Was zwar denn? Galt er schon als Kind in Argentinien als sehr talentiert, keiner seiner damaligen Trainer oder Kollegen hätte ihm jedoch auch nur im Ansatz eine Karriere als Profi vorausgesagt. Messi litt nämlich unter einer Krankheit, die eine Laufbahn als Fußballer eigentlich unmöglich macht. Und zwar einer Hormonstörung, die sein Körperwachstum extrem einschränkte. Mit 13 Jahren war Messi keine 1,40 Meter groß, womit er fast schon als kleinwüchsig galt. Zu allem Überfluss verfügten seine Eltern aufgrund einer Wirtschaftskrise in Argentinien auch nicht über genug Geld, um so dem fehlenden Wachstum mit Hormonen entgegenzuwirken. Bis sich dann im Jahr 2000 alles änderte. Damals wurde er nämlich durch Zufall von einem Scout des FC Barcelona entdeckt, der in Messi trotz seiner geringen Körpergröße riesiges Potenzial sah. Dieser Scout überredete Messis Eltern, dann nach Spanien zu kommen, wo Messi nicht nur in die Nachwuchsakademie La Masia aufgenommen wurde, sondern auch alle seine Behandlungskosten getragen wurden. Als Jugendlicher zeigte er dann sein ganzes Talent und wurde schnell bei den Profis von Barca aufgenommen. Der Rest Messi so beim ersten Mal gesehen, damals zu der Zeit, wo Eto'o, Ronaldinho und so alle noch da waren und dann der eingewechselt wurde und alles und dann alle rasiert hat. Krank. Ist dann die traumhafte Geschichte, die sowieso jeder kennt. Und das war's auch schon mit unserem Video. Wenn euch das Stabiles Video auf jeden Fall.